Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic und die brennenden Ringe. Ja, mein Fernseher brennt schon wieder. Ja, ich sehe es direkt vor mir. Es steht buchstäblich, also das Innere steht buchstäblich in Flammen. Ja, ist wirklich so. Vor allem, auch Chaos steht in Flammen, weil er gerade ziemlich gehypt ist für die perfekte Mission. Nee, ich stehe in Flammen, weil ich Feuerseelengeil bin. Ja, naja, na dann. Das liegt auch an der Mission. Na gut. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, jetzt kommt die perfekte Mission. Er hat schon Angst davor und ich so, ach komm, let the action begin into the Eggman's face. Was hast du immer mit Eggman's face? Ach, keine Ahnung. Das ich Einzige, sag das was sogar. Geobert wird, ist dein Gesicht, Eggman. Also, das war der beste Spruch ever. Ja, wir will schon sein Gesicht erobern, also echt. Ja, bitte. Mir fällt gar keiner ein. Warum hab ich gerade M gesagt? Keine Ahnung. Ja, hast du. So. Wer L sagt, muss auch B sagen. Ja, genau. Das ist so eine Falle, ey. Ihr seid solche Bastarde, geht euch erhängen. Noch dazu kriegst du trotzdem Ringe. Das würde ich eigentlich am Leben erhalten, aber nö. Die Mission besteht daraus, ohne Schaden durchzukommen. Gibt's auch Feuerseelen? Das wäre dann noch schlimmer. Nö. Nee? Das ist eine feuerseelenfreie Mission. What the fuck? Das war jetzt dumm. Ich hätte jetzt auf Time Break gehen sollen. Ich liebe die Mission jetzt schon. Nein, ja. Ich feiere sie hart. Party hard, man. Ich feiere sie überhaupt nicht. Warum? Weil es zu heiß für dich ist? Ja, das auch. Aber ich was an sich ja, nicht falls. Mag. Chaos. Du hast Time Break nicht gemacht. Was ist denn? Ich bin bescheuert. Warum erschlägt mich immer noch keiner dafür? Na, eigentlich tut es mal einer. Ihr kriegt sie auf die Reihe, aber er kriegt sie hin. Ich bin enttäuscht von euch. So, hast du genug Energie für den Time Break? Ja. Na, jetzt mache ich es. Ich gehe einfach durch. Time Break! Oder nicht? Nö, okay. Daneben nicht mehr. So, das war's. Oh mein. Auch nur die Stacheln da. Das nennt man Skill. Ja, Skill wäre es noch eher gewesen, wenn das ein Goldrang abgeschlossen wäre. Was? Ja, jetzt ist er mich auch noch. Oh Mann. So jetzt sind wir jetzt schon. Er muss mich dissen. Und ich sehe es auch hier sind wieder Feuerseelen. Davor muss ich auf die Striche achten. Ja, er achtet auf die Striche. Mein Gott, du gehst mir echt auf den Strich. Und man hat in ein Wortspiel verwickelt. Ja. Ach, ist es eh wieder bei dieser Luftwelt? Ja. Oh nee. Die mag ich ja nicht. Mir war das Who's Gonna Rock the Place lieber. Das war zu viel Who's Rock the Place Action auf einmal. Who's gonna rock the place? The place, the place. We're gonna rock the place. The place, the place. Who's gonna rock the place? We're gonna rock the place and no one can touch this. So. Stacheln. Was muss hier gemacht werden, nochmal zum Ziel kommen? Ja. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, ey. Boah, das ist aber auch ganz schön unfair. Eigentlich nicht. Wenn man. Oh, ich tp mich einfach durch. Ich bin Held, meine Fresse. Ich brauche die eine Fähigkeit, mit der man weniger Schaden frisst.
Also weniger Ringe verliert? Gibt's sogar. Alter, das war knapp, ey. Das ist schon viel knapp. Halt mal an. Ja. Da ist eine. Komm runter, kommst du da runter? Nee. Aber ich weiß, wie ich hinkomme. Ich brauche erstmal Energie. Das wäre eine Option halt. Warum Time Break? Der hat's im Visier, aber halt, der hat irgendwas im Visier. Ich will gucken, ob irgendwas hier ist. Halt. Immer neu statt. Jetzt habe ich aber die Idee. Ich weiß jetzt, wo die sind. Wir haben die erste gefunden und die zweite zugleich. Halt, nein. Sie sind beinahe am selben Ort, an selben Ort und Stelle. Ja, aber wir haben es gefunden, zumindest. Sind wir doch stolz darauf, auf diesen Erfolg. Mhm. So. Ja, los geht's. Hier. Ja. Halt. So, wo ist sie? Das war die falsche Stelle. Idiot, Chaos schlägt zu. Okay. Aber jetzt nicht mehr. So. Da! Das ist schon die erste, die habe ich gerade gesehen. So, zwei. Eine fehlt noch. Wo ist die letzte? Hier kommt gleich. Bin ich mal gespannt darauf. Ja, hier gibt's ein paar Zwannies. Ey, wir haben sie nicht gefunden, aber wir haben zumindest erstmal die zwei gesichert. Sie haben stolz darauf, auf den Erfolg. Wir haben die zwei gesichert! Ja! Yeah! Immerhin. Wir können gerne nochmal auf die Jagd gehen, auf den letzten. Das ist kein Problem. Aber wir kriegen erstmal Ringe und noch mehr Seenpegel. Schmetterstock. Mhm. Drück den Zweiknopf, um nicht niedergeschlagen zu werden. Hm. Ah, ich weiß, wie es gemeint ist. Wenn ich rechtzeitig im richtigen Moment die 2 drücke, bevor ich abgeknallt werde, dann kann ich den Schaden sogar ungültig machen und weiterspringen. Ach so. Ja, die Fähigkeit ist schwer. Ich habe die noch nie gemeistert. Noch nie. Weil ich so viele Punkte benötigt? Nee, die ist schwer einzusetzen. Ich meine, jetzt hier praktisch zu benutzen, nicht die Fähigkeit einzurüsten. Die ist benutzt schon schwer. Ich habe es noch nie wirklich hingekriegt, das perfekt zu machen. Das ist so schwer. Okay. Wir suchen jetzt echt nach der letzten Feuerseele. Wir haben ja Schmalheitspunkte. Und ein Herzpunkt nennt sich ich sterbe. Also, ich wollte gerade sagen, warum? Warum machen wir nicht gleich mit der nächsten Mission weiter? Okay. Ich bin gierig. Na, meinetwegen. Moment. Nee, war es nicht die Stelle? Es gab eine Stelle. Da hast du ja gesehen, da war dieses eine Panel mit einer Sprungfeder. Ja. Wenn wir das finden, dann kann ich sagen, in diesen Mittelring springen. Ich glaube, damit kommen wir zur letzten Feuerseele. Na, wollen wir hoffen. Alter Schwede, ey, warum fällst du da gleich runter? Weil es da keine Stange gibt. Oh Mann. Aber ich habe eine Idee, was ich jetzt vorhabe. Ich muss dieses Feld nur finden. Und dann auslösen. Und dann könnte ich in diesen Mittelring springen. Ich glaube, das müsste jetzt kommen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dieses hinkriege. Mhm. Fast! Hast gesehen, der hat es fast akzeptiert. Und? Versuch's nochmal. Ist er noch nicht? Noch ein Versuch. Yes. Halt. Ja, genau, bleib unten. Kommst du an den? Ah,
Das ist ein anderes Trampolin, das wird von den Gegnern hier bewacht. Ja. Ja, solange die hier sind, da kannst du dich dran. Ja, ich muss gucken. Ich muss die Kamera zum Drehen kriegen, oder ich krieg die K.O. Ich versuch's einfach jetzt mit dem Trick. Okay. Ja! Wir haben's! Wir haben sie! Jawohl. Wir werden gleich zum Ziel geschleudert, auch noch. Der Time Break löst alle Probleme. Merkt's euch! Für dich ein guter Tipp auch. Time Break löst fast alle Probleme. Ähnlich wie Red Bull immer Flügel verleiht. Jetzt musstest du es bringen, oder? Ja, ich höre es auch schon viel zu oft. Immer vor jedem Video kommt so eine Red Bull. Red Bull. Deine Schöpfers wurde ich entsandt, um dich zu holen. Was für mein Gott von mir? Das kann ich dir sagen. Abrechnung und zwar gleich. Oh je, egal, sogar bin ich unbereit. Weil ich dachte, dass bislang immer nur Red Bull mir Flügel verleiht. Tja, in denen sie nicht bloß Red Bull immer Flügel verleiht. Ja, der Sensenmann holt den ab. Aus irgendwelchen Gründen. Ich hab bisschen Sorge. Wieso kriegst du die Ringe nicht? Weil ich nie haben will. Es heißt Hände weg. Ach so. Oh mein Gott. Oh bitte. Ich will nicht, dass da noch schlimm, dass es nicht so schlimm wird. Du kannst ja nicht abbremsen, oder? Nee, hast gesehen? Das ist die Mission. Und die machen wir klar auf Gold. Hä? Die mache ich jetzt auf Gold. Ja, aber wieso bist du nicht gestorben, wo du nochmal, ach so, ja, du stirbst schon, die Mission scheitert deswegen nicht, wenn du da stirbst, ne? Nee. Ich brauche ein paar Ringe, damit ich dann die eine Stelle überleben kann. Hm. Weil ich werde damit einmal durch. Das ist schon eine sehr unfaire Stelle. Wie sollte man da durchkommen? Die Frage. Ist doch egal, ich breche jetzt einfach durch. Indem ich Schaden fresse. Hm. Dann siehst du? Ja, ich sehe es. Wir sind. Wir sind dann bald am Ziel mit den Ringen, jawohl. Und nur Bronze trotzdem, ja. Aber es war eine schöne Mission. Sie war schön. Wir sind immer noch nicht schnell genug gewesen. Wir sind noch too slow. Ja, ich weiß, aber uns geht's ja aktuell ja nur um die. Warte mal, wir können aufrüsten. Was können wir aufrüsten? Das kann ich upgraden. Wir haben schon fast wieder Level 36. Hm. Pokémon Starter Vollentwicklungslevel. Hätte ich jetzt ein Glutexo, dann wäre es dann bald zu einem hübschen Glurak werden. Ah. Genialer Starter. So, wir haben jetzt das neue Upgrade. Let's go. Ich habe unseren Ring stärker gemacht, unseren Speedring. Vielleicht ist es ein bisschen off topic, aber wusstest du eigentlich schon von Dragon Ball Fangames? Ja, ich kenne einige. Also besonders Dragon Ball Unreal. Nee. Das funktioniert über die Unreal Engine. Komplett. Das sieht absolut fantastisch aus, das Spiel. Hast du schon mal gespielt? Ist lange noch nicht, aber ich habe mal ein Video davon gesehen. Ich werde dann vielleicht mal gucken, ob ich es dann bald mal downloaden könnte. Aber es hat vorher irgendwie nicht. Mein Download nicht akzeptiert. Da war nicht irgendeine Malware drin, was auch immer. Es ist ja von der offiziellen Seite heruntergeladen worden, von der offiziellen Fanseite. Warte, ich habe was gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich da rankomme. Ich will es experimentieren. Ich bin experimentierfreudig. Ja, das bin ich auch.
Deswegen liebe ich ja auch Sonic Advance 3. Weil es auch für Experimentierfreudige ist, dieses Spiel. Ich kann auch dieses Spiel eher als wirklich. Na? So. Da ist doch. Feuersäle. Grüß mich. Geh nochmal auf. Das ist. Mein Gott, die ist mir total entgangen. Ja, auch, aber. Zum Glück bin ich kein Vollidiot und verpasst die einfach. Ja, immerhin. Nee, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Boah, jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Wir haben über Dragon Ball Unreal geredet, über die Unreal Engine und so. Ja. Selbe Engine, womit du auch ein Sonic-Fan-Game gerade let's played hast. Ach, du meinst Sonic Souls? Ja. Hat es dir so gut gefallen? Also, ja, so schon ziemlich. Willst du mal selber mal spielen? Ja, ich werde es mir dann selber mal reinziehen. Weil ich denke, ich werde mir mal wirklich ein paar Fangames vornehmen. Es gibt zum Beispiel eine Director's Cut-Variante von bevor das. After the Sequel, besser gesagt. After the Sequel. Also, soll es irgendeinen extra geheimen Boss geben. Welchen man mit Super Sonic bekämpft. Wow. Ich habe die zweite Feuersäle, ich bin gut. Sehr schön, wir haben die auch. Da fährst du noch eine. Und 10 Gegner. Ich muss aufpassen, dass ich auch alle erwische. Zur Not einfach ins Goal gehen. Ach, da ist sie. Ich hab's gefunden. Was ist sie? Hier war sie. Wer sie nie gesehen hat, der ist blind und sollte mal zum Optiker gehen. Ja. Sie soll für den harten Diss. Oder meine Augen sind einfach schon zu müde. Ich glaube, auf diesem Part werde ich dann auch wieder Schluss machen. Okay. Ja, ich wollte drei leider. Parts machen und ja. Ja, ich bin leider schon viel zu müde fürs Weitermachen. Ich mache jetzt höchstens noch bei dem mit. Tut mir leid. Es ist halt für mich ein Problem, weil ich bin leider ein bisschen zu unausgeschlafen in letzter Zeit. Und ich muss ja immer so früh aufstehen für die Arbeit. Ja. Aber. Wow, Silber! Muss halt und gleich drei Feuer sehen! Ich bin Meister, ey. Nur wenn du Gold hast, wirst du dann Meister dieses Levels. Landungssprint. Ah, das kann ich einbauen. Man, there's just no end to these evil spirits, is there? That's... It must be another one of the seven world rings. Are you okay? Yeah, I'm fine. Okay. All right. Just touching it makes me feel like I've got a whirlpool of emotion spiraling around inside me. I can't even begin to imagine what having all seven rings would do to someone. It might even open the gates of hell! Sonic, here. Huh? I want you to hold on to this. Okay. What is it? If nothing else we do is able to stop him, this will be our final resort. Shara? I cannot use it by myself. Was willst du uns verheimlichen? Was ist denn das für ein Teil? Das sieht aus wie eine Bombe. Macht bestimmt so, am Ende so, oh, wir haben keine andere Wahl, wir setzen es ein. Boom, Sonic ist tot. Spiel vorbei, 10 von 10. Na, meine Bewertung 4 von 10. Oh mein Gott, wie kannst du nur so grausam zu dem Spiel sein? Nachdem, was du bis dann gesehen hast, an geilen Sachen, Action und bla bla bla. Es nützt mir nichts, wenn das Gameplay scheiße ist. Ich nicht mag die Steuerung. Die verdirbt mir nur alles. Da kann ich nicht genießen, weil ich mich da durchquälen muss. Ich sag dir mal folgendes, wenn ein Spiel gut ist, aber der Soundtrack scheiße ist, gibt's von mir 1 von 10. Warum? Weil der Soundtrack scheiße ist. Also, wow. Der Soundtrack macht viel aus bei mir. Das ist schon ein bisschen unfair. Sorry, aber der Soundtrack, der ist für mich das Wichtigste mit im Spiel. Wenn der nicht abgeht bei mir, dann ja. Bei Kasper haben sie es zumindest ein bisschen hinbekommen.
Der Sonic Boom kann ich aber schon eher vergessen, ist für mich der schlechteste Sonic Soundtrack. Ach, die Boston Tracks, die Boston Tracks habe ich mir gerne mal angehört, die sind so richtig die Hammerbombe. Hm. Wenn man es nimmt. Ich mag den Mephiles Track. Nee, Mephiles Battle Sonic Track. Hm. Ich sollte auf Fan an Sonic 2006 zu denken und an Dieter Bohlen. Warum hat Dieter Bohlen? Was hat, was hat der damit zu tun? Mephiles Shorts. Terranos. Achso, ja. Dann setze ich mal die Mephiles Shorts mal an. Soll ich dir mal schicken? Ja, am besten, wie wär's morgen? Bitte. Ich geb dir mal morgen mal alle. Ja, danke. Okay, aber wir spielen das gerade noch irgendwie aufnehmen. Ist doch so scheißegal. Real Talk, Leute. Ja. Real Talk. Mhm. Und auf jeden Fall, das wär's. Ja, und das wär's auch für diesen Part von Sonic und die brennenden Monitore. Also kommt da, wenn ich vergessen, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Hashtag brennende Monitore, Hashtag auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Und er mit Control.